Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und heute wollen wir uns angucken, Herausforderungsrennen der Zaralekühle. Und dafür müssen wir insgesamt wieder 12 Rennen abschließen. 6 Stück haben wir im Vorwärtsmodus herausfordernd und andere 6 haben wir im Rückwärts herausfordernd. Und ja, da bin ich schon mal im ersten Spot. Wir sind hier auf den Koordinaten 58, 45 und ich würde sagen, wir starten mal das Rennen einmal Herausforderung vorwärts. So, Dola, Try Nummer 1, also einmal nach vorne speeden, dann machen wir mal einen Delfinflug hier an und nochmal hier. Einmal rein und dann machen wir nochmal nach oben. Na, mache ich es hier nochmal? Da, nee, dann mache ich lieber nach vorne. Ich will nicht an der Decke hängen bleiben. Ich sage euch, wie es ist. So, jetzt slowen wir hier gerade ein bisschen runter. Komm, hauen wir hier nochmal einen Delfinflug rein. Dann einmal ein bisschen Elan aufladen. Da machen wir nochmal. Oh, das war jetzt aber schon ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. Und da nochmal. Okay. Dann habe ich 2 Elan. Okay, ich denke mal, wir können es uns hier erlauben. Ballern wir durch. Hier auch nochmal. Dann machen wir es hier nochmal. Ja, da geht es eh nach oben. Auf geht's. Und nochmal. So, jetzt haben wir keinen Elan mehr. Ach komm, haben wir wieder. Auf geht's. Und gucken wir mal, ob es reicht. Jetzt machen wir noch einen Vorwärtsspeed rein. Und nochmal. Und hat das gereicht? Oh ja, wir waren fast 6 Sekunden drunter. Sehr schön. Also das ist eine relativ leichte Strecke. Gut, dann machen wir selbiges nochmal im umgekehrten Modus. Sudala Try Nummer 2. Eben war ich 5 Sekunden oder 0,5 Sekunden so rum zu langsam. Jetzt gucken wir mal. Also einmal nach vorne. Dann machen wir jetzt hier gleich mal einen Delfinflug rein. Und hier auch nochmal. Ordentlich Speed. Hier auch nochmal. Muss ich bloß gucken, dass wir mit dem Milan gut hinkommen. Hier können wir es dann... Na, da noch nicht. Hier würde ich sagen, machen wir es. Ah, da habe ich jetzt nicht hoch genug gezogen. Hier vielleicht noch. Okay, wir haben schon einen guten Zahn drauf. Aber jetzt habe ich keinen Elan mehr. Das ist jetzt suboptimal. Hier nochmal rauf. Ui. So, gerade nochmal die Kurve. Dann machen wir es hier nochmal. Ja, das hat gereicht. Jetzt waren wir sogar 4 Sekunden drunter. Ja, muss eigentlich die ganze Zeit den Delfin-Speed durchziehen. Also immer Nase nach oben quasi. Oder nach oben schauen. Dann das, ja gut, ich habe es gar nicht rausgezogen. Also das nach hochfliegen, was ich auf der Space-Taste habe. Und dann sofort die Nase wieder runterziehen. Dann kriegt man eigentlich relativ guten Speed. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten Rennen weiter. Nun sind wir auf den Koordinaten 51, 46. Und dort legen wir wieder los mit dem Vorwärtsflug-Herausforderungsmodus. Gut, Try Nummer 2. Ich bin eben ein bisschen zu schnell an dem Ring vorbeigeflitzt. Das machen wir jetzt aber wett. Also hier einmal runter, dann kleiner Delfinflug nach oben. Dann da das gleiche nochmal. Und hier auch nochmal. Dann hier nach unten segeln. Nochmal hoch. Oh, das wäre ja fast in die Hose gegangen. Hier auch nochmal hoch. Das zirkle ich jetzt erstmal rum. Dann hier auch nochmal. Ja, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt tatsächlich nicht so gut. Diese Kackdinger, ich will dann immer hochziehen, kann's aber nicht, weil diese Kugeln sind, ne? Wenn du den Ring von unten anfliegen willst, musst du einen gewissen Winkel haben. Und wenn dann diese Feuerorbs da genau sind, dann hast du halt gelitten. Komm, jetzt machen wir den Vorwärtsspeed, keine Ahnung, da komme ich jetzt so nicht rum.
Ist denn die Strecke noch? Weil ich habe jetzt keine LAN mehr. Oh, gerade nur ein bisschen. Und, hat's gereicht? Ja, easy. Fast 4 Sekunden. Okay, dann machen wir jetzt noch den Rückwärtsmodus. So, dann schauen wir mal, ob das was wird. Also, jetzt wollen wir erstmal nach vorne fliegen. Dann machen wir einen kleinen Delfin. Okay, hier müssen wir, machen wir auch mal einen Delfin-Modus. Ah, da komme ich schlecht rum. Okay, da geht es jetzt ein bisschen nach unten. Jetzt laden wir erstmal auf. Dann machen wir hier einen Delfin-Modus einmal rein. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Da war aber zwischen Orb und der Wand war es ganz schön knapp. Dachte jetzt schon, dass ich verkack. Na gut, wir Delfinen jetzt halt hier die ganze Zeit durch, ne? Oder versuchen es zumindest. Manche mache ich nicht so schön, aber ich muss immer auch gucken, dass ich oben nicht hängen bleibe. Wenn ich es zu sehr übertreibe. Müsste aber reichen, oder? Naja, war auch nicht schlecht. 3 und ein bisschen was Sekunden drunter. War ein leichter Kurs. Gut, dann schauen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 54, 24 und wir fangen wieder mit dem Herausforderungs-Vorwärtsrennen an. Sudola, erster Versuch. Also jetzt machen wir Vorwärtsspeed und dann können wir jetzt erstmal ein bisschen Elan aufladen. Obwohl, komm, wir machen hier mal einen Delfinflug für ein bisschen extra Speed. Hier auch noch. Hier machen, hauen wir auch noch einen rein. Und noch einer, weil es so schön war. Na, nochmal. Oh, da müssen wir runter. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so clever, wenn ich ehrlich bin. Mach ich es hier nochmal? Ach komm. Jetzt geht's eh runter, dann kriegen wir ein bisschen Elan zurück. Jetzt versuche ich mal ein bisschen was zu sparen. Na komm. Ich brauche ein bisschen Speed. Einmal Delfin rein. Unter der Kugel durch. Das war aber eng. Haben wir dann 2 Elan, dann können wir hier nochmal ein bisschen was rauspulvern. Hier auch. Pulvern wir auch noch durch. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt müssen wir hoffen, dass man jetzt steil hoch geht. Obwohl, ein bisschen was haben wir. Einmal hoch. Um die Kugel rum. Einmal nach unten. Und da geht es dann wieder hoch, schätze ich mal, oder? Komm, einmal rauf. Nochmal rauf. Naja, gut, da hatte ich sogar noch was über. Hätten wir gar nicht zu sparen brauchen. Gut, fast 3 Sekunden drunter, easy Kurs. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den umgekehrten Modus. So, erster Try. Mal gucken, ob wir das auch gleich wieder... Oh, jetzt habe ich versehentlich das Hochfliegen gemacht. Ich wollte eigentlich geradeaus. Aber der Kurs war ja, glaube ich, nicht so schwer. Also eventuell macht es nicht so viel aus. Wir werden sehen. Delfinen wir hier ein bisschen rein am Anfang. Können wir auch nochmal. Ich habe zu sehr am Boden gekratzt, ich sag's euch. Da war ich schon ein bisschen zu knapp. Ich habe mich schon an der Erde gesehen. Okay, da können wir jetzt ordentlich hoch. Da geht's wieder ein bisschen runter. Ich werde zu langsam, ne? Komm, scheiß drauf. Hauen wir noch einmal durch. Dass ich ein bisschen reinspeeden kann. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht, geschwindigkeitstechnisch. Das war jetzt irgendwie ein bisschen wasted. Komm, dann machen wir mal einen Vorwärtsschub an. Oh, shit. Hab wieder einen Elan über gehabt. Aber, okay, easy. 3,5 Sekunden drunter. Easy. Also bis jetzt in der Zaralek-Höhle alles geschenkt. Okay, dann würde ich sagen, zum nächsten Spot. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 39, 49. Und hier schauen wir uns Herausforderungs-Vorwärtsrennen als erstes wieder an. So, Dola, Try Nummer 3. Ich habe noch nicht viel von der Strecke gesehen. Einmal bin ich in der Erde gelandet und das andere, da reden wir nicht drüber, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen sicherer zu fliegen, das Ganze. Also ich setze natürlich hier wieder so ein paar Delfinflug. Elemente ein bei der ganzen Strecke hier, aber mach's vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich. Also vorhin bin ich gerade hier bei dieser Balliste quasi hängen geblieben
Und davor bin ich irgendwo hier in der Erde eingeschlagen. Also beides nicht sonderlich gut. So, ich habe jetzt eigentlich ganz gut Elan gespart. Müssen wir mal ein bisschen rauspulvern. Oh shit, da bin ich fast rein. Na gut, hier kann man auch ganz gut rauspulvern. Hier geht's ordentlich nach oben. Da geht's auch nochmal nach oben. Okay. Fies, wenn man hier diesen Debuff kriegen würde. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt's doch den, wenn man hier rumflattert, dass man abgeschossen wird, wenn man 10 Stacks hat. Das gibt's hier zum Glück beim Drachenrennen nicht. So, jetzt mach ich mal das nach vorne fliegen. Dann Delfin wieder hoch. Achso, das war's dann schon. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das zeitlich aussieht. Okay, 1,5 Sekunden drunter. Wunderbar. Es war jetzt aber auch nicht gut geflogen, muss ich sagen. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch den Rückwärtsflug an. So, dann erster Try. Ich fliege mal nach oben, dann direkt runter. Dann Delfin wie hier einmal durch. Und hier auch nochmal. Oh shit, das hätte ich jetzt fast nicht mehr erwischt. Hier auch nochmal durch. Komm, ich weiß, dass es ja da hinten gleich wieder ordentlich runtergeht. Dann können wir schon ein bisschen Elan raushauen. Hier nochmal. Und jetzt ordentlich nach unten. Na gut, wir haben eh noch 2 Elan. Easy. Kann ich den Hart richtig reinspeeden. 3 Elan. Shit, hätte ich jetzt fast die Kurve nicht mehr gekriegt. Nicht in der Balliste landen, wie beim ersten Vorwärtsflug. Das war nämlich nix. So, wir haben immer noch eigentlich gut Elan. Hohohoho. Das heißt eigentlich nur noch sicher ankommen. Nicht von so einer Feuerkugel treffen lassen. Ah, ich habe keine Elan mehr. Das war eigentlich, das war ziemlich sauber geflogen. Alter, seht ihr das? Fast 5 Sekunden drunter. Das war ziemlich gut geflogen, muss ich sagen. Gut, dann sind wir damit auch durch. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 38, 60 und dort legen wir wieder mit dem Vorwärtsflug einmal los. So, dann schauen wir mal, wie die Strecke ist. Machen wir erstmal einen Vorwärtsschub. Dann schauen wir, ob wir hier gleich rein delfinen können. Ja, und da hinten können wir dann auch nochmal von unten angreifen. Greife ich jetzt auch nochmal von unten an. Oh, jetzt haben wir schon einen guten Speed dabei. Dann greifen wir da auch nochmal unten an. So, hier hauen wir nochmal rein. Da gehe ich unten durch und dann einmal hoch. Haben wir eine Abwärtspassage. Da laden wir jetzt ein bisschen Elan auf. Ja, wäre ein bisschen zu langsam. Einmal nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Unten durch und hoch. Oh, da ist der Ring. Jetzt hätte ich den beinahe übersehen. Oh, ich werde ein bisschen slow. Na, dass wir da noch ein bisschen reinspeeden. Okay. Okay, da ist schon wieder Feierabend. Das ist ein relativ kurzer Kurs. Und was sagt der Timer? Ah, 3 Sekunden fast runter. Naja, 2,5. Easy peasy. Dann schauen wir uns den Rückwärtsflug noch an. So, Try Nummer 2. Der erste Try ist leider in so einer großen Orb gelandet. Also, da machst du nichts. So, dann machen wir jetzt hier einmal einen Delfinflug. Und hier auch nochmal. Geht schon ein bisschen nach unten. Dann machen wir hier nochmal einen Delfinflug über die Orb drüber. So, dann zirkeln wir da einmal durch. Mal, komm, machen wir einen Speed. Dann Delfinflug rein. Dann unten und hier einmal nach oben. Hier hinten rum. Dann machen wir hier nochmal einen Delfinflug. Unten oben hoch. Nochmal rein in den Ring. Da wieder nach oben. Oh shit, die Orb. Okay, das war jetzt knapp. Dann machen wir hier nochmal Delfin-Speed rein. Ein bisschen runter. Und da brauchen wir jetzt dann nochmal einmal nach oben. Und jetzt schauen wir mal, was sagt er? Oh, easy. 5 Sekunden drunter, sogar mehr. Okay, haben wir da auch Gold? Dann müssten wir doch ein Rennen haben. Sudela, dann sind wir am letzten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 58, 57. Und ja, jetzt gucken wir mal. Vorwärtskurs machen wir jetzt als erstes wieder.
Sudala, erster Try. Mal gucken, ob die genauso einfach ist wie die anderen auch. Also, jetzt machen wir mal Vorwärtsschub als erstes. Dann machen wir hier ein bisschen Delfin-Modus an. Und nochmal. Und jetzt von unten nochmal den Delfin-Modus einmal hoch. Dann gehen wir wieder tief und Delfine wieder raus. Und da können wir es, denke ich, mal auch machen. Übersteigen wir die Orb. Hier geht es auch wieder ein bisschen nach oben. Oh, unter dem Zacken durch. Dann ein bisschen runter und wieder Delfin hoch. Uhuhu. So, dann können wir hier ein bisschen Elan sparen. Hier Delfin wieder hinauf. Geht es ein gutes Stück runter, da sparen wir mal Elan. Okay, und hier Delfin wieder hoch. Da auch. Da auch. Und dann haben wir es das letzte Mal rein und dann schauen wir mal, was er sagt. Das sieht schon gut aus. Ah, halbe Sekunde, aber die reicht, die halbe Sekunde. Gut, dann machen wir jetzt noch das Rückwärtsrennen. So, Try Nummer 2. Einmal nach vorne. Eben war ich zu schnell und habe einen Ring verpasst. Wir slowen jetzt erstmal hier ein bisschen runter und sammeln ein wenig Elan zusammen. Und dann hier einmal hoch zu Delfinen. Einmal hier. Und einmal da. Dann hier nochmal. Oh, ich dachte, ich habe ihn nicht erwischt, ne? Und hier nochmal. Und hier dann ein letztes Mal. Vorerst. Jetzt geht es nämlich wieder einen Tick nach unten. Okay, ich muss hier nochmal Delfin. Ich habe keinen Speed mehr. Da geht es dann wieder ein bisschen runter. Okay, hier Delfin wieder rein. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh, ich habe zu viele Elan noch über. Ah, ich war unter der Goldzeit. Schade. Ah, ne, ich bin... Ja, stimmt. Ich bin unter der Goldzeit und dementsprechend müsste ich es achieven haben, oder? Schauen wir mal. Ah, ja, okay. Ich gerade ein bisschen Rechenfehler gehabt. Ich dachte, ich bin drüber, aber nein, ich bin ja drunter. Passt, alles gut. Also, dann haben wir auch quasi die Zaralek-Höhle komplett in Gold fertig. Und damit dann auch alle Drachenrennen. Die anderen Videos hatte ich ja schon die letzten Tage quasi rausgehauen. Da könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr noch Probleme habt. Ich vermute vor allem an der Küste des Erwachens. Ich habe jetzt für ein Rennen an der Küste, habe ich glaube ich 2 Stunden gebraucht. Und jetzt hier in der Zaralek-Höhle, was waren das jetzt? Viertelstunde, 20 Minuten? Also es war ja nahezu jedes First oder Second Try. Also da sind die Schwierigkeitsstufen komplett unterschiedlich. Aber gut, damit sind wir durch. Und ja, dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.